Vielen Dank, liebe Frau Wefers. Ja, meine Damen und Herren, so richtig eine Überraschung ist es ja nicht mehr. Das steht ja schon überall in den Zeitungen. Insofern sage ich Ihnen jetzt trotzdem gerne noch mal, was wir dazu meinen. Und vielleicht haben Sie ja noch die eine oder andere Nachfrage. Wir heben, das haben Sie schon gelesen, wie gesagt, unsere Wachstumsprojektion noch einmal an. Und ich denke, man kann auch sagen, dass wir der künftigen Bundesregierung damit ein gut bestelltes Feld überlassen. Wir rechnen für dieses Jahr, für das Jahr 2017, mit einem Wachstum des Bruttoinlandsproduktes von 2,0%. Für das kommende Jahr, für 2018, prognostizieren wir 1,9%. Damit heben wir also die Einschätzung der Frühjahrsprojektion an. Für das laufende Jahr um 0,5 Prozentpunkte und für das kommende Jahr um 0,3 Prozentpunkte. Das hört sich jetzt viel an, aber ein erheblicher Teil dieses Hochrechnens ist einer Revision der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen durch das Statistische Bundesamt geschuldet. Das heißt, die haben neue Berechnungen gemacht, dadurch kamen wir zu anderen Zahlen. Aber es gilt auch, die deutsche Konjunktur ist im ersten Halbjahr sehr stark gelaufen. Die Investitionstätigkeit und die Beschäftigung haben sich dynamischer entwickelt, als wir das im Frühjahr erwartet hatten. Dazu hat, wie schon auch in den vergangenen Jahren, eine starke Binnennachfrage beigetragen. Wir haben auch einen Aufschwung in der Eurozone und die Weltwirtschaft und der Welthandel haben sich im vergangenen Dreivierteljahr doch deutlich belebt. Und natürlich hat davon die deutsche Volkswirtschaft profitiert. Wir liegen ein bisschen über der Gemeinschaftsprognose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Und das erklärt sich aus den Zahlen, die wir erst seit dieser Woche kennen, die sich beziehen auf die Produktionszahlen und auf die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Die sind, wie gesagt, jetzt gerade erst geliefert worden und die haben dazu geführt, dass wir da ein bisschen höher gehen konnten, als das die Institute konnten. Wir gehen davon aus, mit den internationalen Organisationen, dass sich die Weltwirtschaft weiterhin robust entwickelt, dass sich die Risiken für das Welthandelssystem haben sich etwas verringert, insofern als man eine etwas größere Sicherheit hat, was die USA anbelangt und was den Brexit anbelangt. Da war einfach eine größere Unsicherheit insgesamt da, die sich etwas nivelliert hat, dadurch, dass man jetzt schon ein bisschen Erfahrung hat, das alles besser einschätzen kann. Und wir gehen auch weiter davon aus, dass die deutschen Absatzmärkte sich weiter beleben. Das heißt also, die Exportwirtschaft wird weiter anziehen. Was den Binnenmarkt anbelangt, gehen wir davon aus, dass die öffentlichen Investitionen weiter anziehen werden und auch der private Wohnungsbau, ebenso wie der öffentliche Wohnungsbau. Und das heißt, in Deutschland wird dann mehr investiert, die Investitionsquote steigt und damit trägt auch unsere Wirtschaftspolitik oder unsere Politik insgesamt, muss man ja sagen, Früchte. Die Steigerung öffentlicher und privater Investitionen war ja ein Ziel der Bundesregierung der letzten Legislaturperiode und wir haben dem auch Rechnung getragen, indem wir die Ausgaben für Investitionen seit Beginn der Legislaturperiode um rund 45% auf insgesamt 36 Milliarden Euro erhöht haben. Gleichzeitig haben wir die Kommunen entlastet um 26 Millionen Euro und das hat diesen wiederum erhebliche Spielräume für Investitionen gegeben, denn da gibt es ja, wie Sie wissen, eigene Zuständigkeiten. Auch im Verkehrsbereich haben wir die Investitionen erhöht und gehen davon aus, dass das auch in dem Maße weitergeht. Gleichzeitig mit der Erhöhung der Investitionen haben wir wichtige Schritte unternommen, um Wirtschaft und Industrie zu entlasten, insbesondere von Bürokratiekosten. Sie wissen, wir haben zwei Bürokratieentlastungsgesetze durchgebracht, also initiiert vom Bundeswirtschaftsministerium und haben damit die Bürokratiekosten über 2 Milliarden Euro gesenkt. Wir haben das Vergaberecht modernisiert. Das wird weitere Entlastungen von 3,9 Milliarden Euro bringen. Da geht es insbesondere um die Umstellung auf elektronische Verfahren und damit auf den Verzicht der Einreichung von Papieren und Unterlagen.
Und das Erfolgsthema schlechthin war ja die quasi Verdoppelung der Abschreibungsschwelle für geringwertige Wirtschaftsgüter, die wir von 400 auf 800 Euro erhöht haben. Und das ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ein echtes Plus. Im Bereich der Start-up-Szene haben wir das Risikokapital erhöht, sowohl was der Bund zahlt, als auch durch steuerliche Abschreibung haben wir ermöglicht, dass die Business Angel etwas aktiver sein können. Und Sie sehen daran hoffentlich, dass wir uns bemüht haben, auf allen Ebenen das Investitionsklima zu verbessern, um dadurch eben auch die Wirtschaft weiter voranzubringen. Die außenwirtschaftlichen Risiken, habe ich eben gesagt, haben sich etwas reduziert. Selbstverständlich gibt es aber trotzdem neue Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten, das ist klar. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Binnenwirtschaft bei uns weiter eine starke Säule bleibt. Wir haben, was den Beschäftigungsaufbau anbelangt und die Lohnsteigerung, glaube ich, sehr gute Zahlen vorzuweisen. Die Erwerbstätigkeit wird mit 44,3 Millionen Personen in diesem Jahr einen neuen Rekord erzielen. Insgesamt hat die Zahl der Erwerbstätigen in dieser Legislaturperiode, also in den 4 Jahren, um 2,5 Millionen Personen zugenommen. In diesem Jahr und im nächsten Jahr wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten um insgesamt 1,2 Millionen Personen steigen. Und wir hoffen, dass die geringfügige Beschäftigung dementsprechend auch weiter zurückgeht. Die Arbeitslosigkeit lag schon im letzten Jahr auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Und sie wird in diesem und im kommenden Jahr weiter zurückgehen. Und das, obwohl wir ja sehr viele Menschen doch, die als Geflüchtete zu uns gekommen sind, in den Arbeitsmarkt integrieren müssen. Dazu kommen ganz gute Lohnsteigerungen, die nicht zuletzt auch durch den Mindestlohn ausgelöst wurden, den wir eingeführt haben und der ja schon auch einmal erhöht wurde. Die gesamtwirtschaftliche Lohnquote erhöht sich also leicht von 68,4% im letzten Jahr auf 69% im nächsten Jahr. Im Durchschnitt steigen die Nettolöhne und Gehälter je Arbeitnehmer in diesem Jahr um 2,1%. Alles in allem sind damit die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte gestiegen. Ja, gleichwohl bleibt, am Arbeitsmarkt gibt es weitere Herausforderungen. Es ist immer noch so, dass es regionale Unterschiede gibt. Es gibt Regionen, die abgehängt sind, wo es keine Arbeitsplätze gibt, wo Menschen weggehen, wo der ländliche Bereich sich ausdünnt und in anderen Bereichen, wo man dringend Personal sucht und dem gegenüber keinen Wohnraum hat, den man bräuchte. Und es bleibt auch weiter ein Problem, dass wir doch immer noch relativ viele geringfügig beschäftigte Personen haben und vor allen Dingen auch noch viele Personen mit befristeter Beschäftigung. Das alles sind Aufgaben, die weiter angegangen werden müssen, wo man weiter dran arbeiten muss. Wir haben es ja schon getan. Wir haben Maßnahmen eingeführt wie den Mindestlohn, habe ich eben schon mal erwähnt. Wir haben auch gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen was getan. Und wir haben auch die Tarifpartnerschaft wieder gestärkt. Das ist, glaube ich, alles wichtig gewesen, aber nichtsdestotrotz. Auch wenn man sagen kann, wir sind im Moment in einer guten Verfassung, heißt das nicht, dass man die Hände in den Schoß legen darf, sondern man muss halt sehen, dass auch in der kommenden Legislaturperiode an den Themen gearbeitet wird, die ich eben skizziert habe. Vielen Dank.